alias Philipp Haas von InvestorSearch.tv. In diesem Video geht es um den heutigen Börsengang von About You. Wenn ihr das nicht kennt, dann seid ihr wahrscheinlich eher älter. Also ich habe dort noch nicht gekauft, aber es ist ein führender E-Commerce-Shop für Mode und eher von der Zielgruppe unterhalb von Zalando vom Alter. Zalando wäre eher ich. Also wir sind wahrscheinlich ein paar Jahre später gestartet und verkaufen, wie gesagt, alle möglichen Modeprodukte. Ging aus dem Otto-Konzern hervor und die Firma ist sehr modern, auch von der Webseite, wenn man sich das mal anschaut, ja, sehr Social-Media-like und setzen auch viel auf Influencer. Und sie haben es geschafft, wirklich in wenigen Jahren die Nummer 2 hinter Zalando zu werden. Sind auch ein bisschen anders, da sie noch mehr auf eine Tech-Plattform setzen. Also sie haben auch einen Marktplatz, wo dann auch andere ihre Produkte verkaufen können über About You und sie kriegen eine Provision. Das Hauptgeschäft ist aber direkter E-Commerce. Aber was besonders ist und was ein sehr hochmargiges und attraktives Geschäftsmodell ist, dass sie die E-Commerce-Plattform auch andere Modemarken zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Marco Polo, weil die, wir sehen das auch, wirklich State of the Art ist. Und da sind sie eigentlich in diesem Shopify-Segment nur halt für größere Kunden. Haben aber auch weitere Geschäftsmodelle dran gehängt, wie Secondhand-Verkauf, Discount etc. Also machen da schon die meisten Sachen, die funktionieren. Und Mode ist ja eh was, was online immer besser funktioniert, weil der Markt ist sehr, sehr groß und ist eine der Kategorien, wo man nicht im Nachteil gegenüber Amazon ist. Mode ist auch unterschiedlich. Ja, nicht alle wollen bei der gleichen Modemarke kaufen. Also es hat nicht so einen Monopolcharakter. Und da gibt es dann einfach immer Raum auch für verschiedene Webseiten. Aber insgesamt ist die Konkurrenz natürlich auch online hart, weil auch für eine Inditex etc., die gehen auch online. Und es ist inzwischen nicht mehr so schwer, eine gute Webseite online zu bekommen. Bestes Beispiel, dass sie ja eigentlich ihre Webseite halt auch noch draußen geben und natürlich auch viele Direct-to-Consumer-Brands, die online, sag ich mal, geboren sind. Und wie gesagt, natürlich das übermächtige Zalando, was sehr, sehr stark in Deutschland ist. Aber About You ist auch am stärksten in Deutschland, wächst aber auch stark international. Und sie, was auch noch interessant ist, sie verkaufen auch eigene Produkte. Ja, also nicht nur Drittmarken, sondern sie haben auch eine eigene Marke, wo die Margen dann höher sind. Das meine ich auch mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, die funktioniert. Gibt es ja auch in England, ASOS zum Beispiel. Corona hat natürlich für eine Sonderkonjunktur gesorgt. Es ist halt die Frage, inwieweit sich das fortsetzen wird. Ich denke, der ein oder andere wird dann doch gerne mal wieder in den Laden gehen, wenn es keine Maskenpflicht und die ganzen Sachen mehr gibt. Ne? Weil davor war das natürlich schon extrem mühsam, gerade im Kleidungsladen das so zu machen. Plus, wenn ich irgendwie nicht weggehen kann in Restaurants und Clubs und ins Büro, da muss ich auch weniger Klamotten kaufen. Jetzt vielleicht danach haben die Leute aber auch wieder Lust. Ne? Sie machen mehr draußen, dann kaufen mehr neue Mode. Der ein oder andere hat vielleicht noch ein paar Kilo zugelegt, aber braucht man dann eine neue Hose oder auch nach 1,5 Jahren mag man seinen Stil ändern. Also da gibt es sicherlich eine gewisse sogenannte Untapped Demand, die aber auch nicht ewig anhalten wird. Was auch interessant ist, ist es wirklich einer der ganz wenigen Beispiele, wo eine Inkubation eines Großkonzerns sehr, sehr erfolgreich geworden ist, ne? Weil Otto Holding hat das Firma eigentlich gegründet, aber ich denke, der entscheidende Faktor da war auch Tarek Müller, wirklich ein Workaholic und Digital Native, der zwar kaum am Unternehmen beteiligt ist, aber das wirklich zu einem sehr, sehr großen Erfolg gemacht hat und sehr, sehr unternehmerisch denkt und natürlich auch irgendwo da der Mitgründer ist. Sie haben, wie gesagt, früh mit Influencers zusammengearbeitet, was sehr gut funktioniert hat und auch mit ProSieben plus Media for Equity, also dass sie Medialeistung eingekauft haben und die haben dafür Anteile bekommen. Und das ist sicherlich auch ein großer Erfolg für ProSieben, ne, weil 2,9% 7 Ventures hört sich jetzt nicht so viel an, aber bei einer Marktkapitalisierung von um die 4 Milliarden sind es halt auch 120 Millionen. Also das ist auch für die ProSieben-Gruppe finanziell relevant. Plus natürlich auch ein schönes Zeichen für dieses System, dass das funktioniert, was ja bei Zalando schon mal war. Ja. Also das sind natürlich auch starke Leute, die dahinter sind. Ne? ProSieben, die Otto-Gruppe ist ja immer noch die Nummer 2 beim Versandhandel in Deutschland nach Amazon und auch die Bestseller Group. Das ist ein dänischer Unternehmer, der einige sehr, sehr starke Modemarken auch hervorgebracht hat oder ausgebaut hat. Da ist schon viel
Sachverstand da. Aber wie gesagt, selbst Zalando hat es auch gar nicht so geschadet. Und jetzt haben sie natürlich Geld, um die Internationalisierung gerade in Osteuropa noch mehr voranzubekommen. Von den Finanzzahlen, die Firma ist noch defizitär, aber die Verluste sinken doch relativ schnell und vor allem relativ, ne? Weil wir sehen, der Umsatz hat sich in 2 Jahren von 19 auf 21 mehr als verdoppelt. Das ist schon für ein deutsches Unternehmen sehr, sehr stark und die Verluste haben sich halbiert. Also hier sehen wir ganz klar die Skalierbarkeit und was ich doch auch beachtlich finde, ich habe es schon angesprochen, dieser Verkauf dieser technischen Plattform, das ist in dem Segment TME drin. Und das sind schon 83 Millionen im letzten Jahr gewesen. Also das ist schon ordentlich. Ich weiß, da sind vielleicht auch noch ein paar andere Sachen drin, aber es wächst auch sehr, sehr stark und ist auch schon auf EBITDA-Level profitabel, genauso wie das deutsche Segment. Also die Verluste kommen vor allem aus den internationalen Märkten, was aber auch normal ist, wenn man da halt die ersten 2, 3 Jahre halt stark investiert. Also ich glaube, sie haben da einen klaren Weg zur Profitabilität. Trotzdem ist halt die Frage, wie hoch das sein kann. Aber allein dieses TME-Segment, denke ich, kann 1 Milliarde wert sein, weil man da locker mal ein 10er Umsatzmultiple drauf tun kann. Ob das jetzt Shopify-Segment ist oder Marketplace, was da drin ist. Und es wächst einfach sehr, sehr stark. Und ja, also das ist schon sehr beeindruckend, auch trotz der ganzen Hilfestellung durch Otto. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich so einen dominanten Anteilseigner habe, der kann natürlich auch ein paar Kosten indirekt übernehmen oder Hilfestellungen leisten, die nicht monetär abgegolten sind, sind aber trotzdem irgendwo Konkurrenz mit einem Bauer, schreibt man ohne e.de. Also das ist natürlich ein gewisses Risiko, was man sich überlegen sollte. Das könnte natürlich dann wieder abgezogen werden. Ist auch schwer von außen, das genau einzuschätzen. Trotzdem glaube ich jetzt erstmal, dass Otto will, dass das erfolgreich wird, weil das natürlich auch für den Otto-Konzern ein ganz, ganz wichtiger Erfolg ist, die ja doch aus einer starken Position heraus im Bereich E-Commerce insgesamt, finde ich, zu wenig draus gemacht haben. Börsengang, wie gesagt, heute. Aktie soll bei 23 Euro kommen, der Streubesitz wäre dann so bei 21%, gibt es vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen Abgabedruck, aber wir sehen, Traffic hat auch zuletzt zugenommen in den letzten Monaten. In Deutschland sollen es so 10 Millionen Visits gewesen sein, nach ihren Daten ist es nochmal deutlich mehr, vielleicht international Segment oder das misst auch nicht so genau. Also man sollte sich auch nicht immer auf SimilarWeb komplett da verlassen oder auf die Zahlen vom Unternehmen, aber auf jeden Fall ist hier ein ordentliches Wachstum da. Was ist denn mein Fazit? Normalerweise bin ich ja bei Börsengängen immer relativ kritisch, weil sie ziemlich teuer an die Börse kommen. Das ist hier auch der Fall, also ein Schnäppchen ist es nicht. Trotzdem, wenn man es so zu 23 Euro bekommen würde, ich könnte mir vorstellen, dass es, wie gesagt, das Video mache ich heute Morgen, doch ein bisschen nach oben geht. So 4 Milliarden mit dem Tech-Segment und doch eine Umsatzmilliarde und sie wollen da auch nochmal 40-50% in diesem Jahr wachsen, dann sind wir bei 1,5 Milliarden im aktuellen Geschäftsjahr. Das ist dann so eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden, denke ich, schon in Ordnung, weil es halt doch wenig dieser Wachstumsunternehmen gibt und sie dann auch eine starke Marke aufgebaut haben. Aber wie gesagt, ist ein modeabhängiger Markt. Das kann natürlich dann auch mal wieder in 5 Jahren weniger angesagt sein, aber es ist definitiv ein starkes Qualitätsunternehmen, wovon wir wenige haben in Deutschland. Und deswegen ist auch, denke ich, auch von der Bewertung das vertretbar, da auch mal eine Beobachtungsposition oder vielleicht sogar ein bisschen mehr zu haben. Also ist sicherlich auch mal eine Aktie, die man sich auch mal am ersten Tag mit einer kleinen Position reinlegen kann. Idealerweise kennt man natürlich das Produkt, ist davon überzeugt. Das kann ich noch, wie gesagt, aus Kundensicht weniger einschätzen, da ich da vielleicht schon wieder zu alt bin. Aber ich auf jeden Fall Glückwunsch an die Leute von About You. Es sollte mehr solche Firmen in Deutschland geben, weil das wie gesagt auch ein Erfolgsmodell ist, was jetzt auch exportiert wird. Und das ist auch was, was Deutschland auch insgesamt noch ganz gut hinbekommt, die Handelsmodelle. Auch vielleicht ein bisschen dank der Samwer-Brüder und weil es natürlich auch generell Deutschland im Handel stark ist und die technologische Komponente da inzwischen nicht mehr so entscheidend ist. Das war es von mir, von meiner Meinung zu About You. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber es gibt sicherlich schlechtere und unattraktivere Börsengänge und langfristig, denke ich, ein Qualitätsunternehmen, was man im Auge behalten sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.